Herzlich willkommen auf der Baustelle. Wir machen heute ein Video über Fasten und Ernährung. Wir haben ein paar Fragen gestellt bekommen. Ja, schaut mal rein. Herzlich willkommen, hier ist die Alexandra und der Lars von Rohe Energie. Heute geht es um Fasten und Ernährung. Wir haben ein paar Instagram-Fragen und da wollen wir gerne ein paar Antworten liefern. Genau. X Flügellos X fragt, würdet ihr jemanden bei einer Essstörung, insbesondere Magersucht, dennoch raten, sich vegan zu ernähren? Darf ich was anfangen? Ja. Ja, natürlich. Wenn du das nicht benutzt, um damit abzunehmen, ist das eine sehr gute Idee, weil es ist gesünder, du kannst mehr essen, vielleicht kommst du damit sogar aus deiner Essstörung raus, weil die Sachen ja alle viel weniger Kalorien haben. Ja. Das Problem ist nur, dass oft Leute aus einer Essstörung in vegan fallen, ist dann zu radikal machen, nur High Carb oder nur, wie es mittlerweile Ketogen oder Low Carb schon wieder, und dann halt auch scheitern. Ja, oder nur Rohkost oder so. Ja. Und dann auch scheitern und sagen, das war nichts für mich mit dem Veganer. Ja, aber eine Essstörung ist halt ein großes, also ist halt was man eigentlich erst aufarbeiten, also das muss man aufarbeiten, so oder so, egal welche Ernährungsform man hat, egal ob man jetzt Omni ist oder vegan oder, also ich wollte damit nicht sagen, dass Rohkost schlecht ist, um Gottes Willen, aber bei der Rohkost muss man einfach noch viel mehr essen. Ja? Genau. Und wenn man dann sagt, so, ach, ich esse so eine Möhre zum Frühstück und einen Apfel am Nachmittag, das reicht mir. Hä, das reicht halt nicht. Ja? Nee. Deswegen, es ist halt generell in ein Extrem zu gehen, ist immer gut, aber das sollte man halt nehmen, vielleicht auch im Zuge einer psychologischen Betreuung, um wieder zu lernen, richtig zu essen. Ja. Genau. Neustart 2017, mein Magenbypass. Okay. Gibt es irgendetwas, was ihr vermisst, seit ihr vegan lebt? Also lebensmitteltechnisch gibt es die eine Sache, die es leider noch nicht vegan gibt. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir sind es halt schon so ein paar Süßigkeiten, gerade so diese Kinderprodukte, fand ich schon halt immer ganz toll. So Kinderschokolade oder dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses mit dieser Milchcreme in, ich glaube... Bueno, oder? Happy Hippo oder hieß es? Nee, oder nee. Pinguin oder wie das heißt. Ich weiß nicht, ich habe das schon früher selten gekauft, weil das ist, war ja schon immer so Süßigkeiten und so, war schon immer ich und Süßigkeiten ein schwieriges Thema, aber das sind schon so Sachen, die, das wäre schon schön, wenn es die geben würde in vegan, ja. Genau. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, gibt es aber, Veganz macht es bald. Ja, genau. Für einen dreifachen Preis. Ja. Marie Orlowski, wie geht ihr am besten mit Kritik und negativen Kommentaren zum Thema vegane Ernährung um? Das war die nächste, genau. Haben wir eigentlich nicht mehr so viele. Am Anfang habe ich ziemlich viel komische Kommentare gekriegt. Also so von Leuten, die wir aus dem echten Leben kennen, ne? Ja. Also genau. So, aus dem echten Leben. Da muss man dann einfach eben das Wissen sich drauf schaffen, den Leuten dann halt, was ist ich, wenn jemand fragt, so, ja, und was machst du mit dem B? Ah ja, dann nehme ich halt eine Tablette. Du isst halt ein Stück Tier, was es vorher die Tablette gegessen hat und ich esse halt die Tablette direkt. Ne? Genau, als Pulver so, im Futter oder als Spritze oder was. Dann kann man sowas halt ganz leicht aushebeln, weil die meisten Leute sich ja auch nicht wirklich gut mit Ernährung auskennen. Also wenn man sich ein bisschen was angelesen hat, kann man sowas relativ schnell aushebeln. Und ansonsten ist mir das aber auch echt ziemlich Puppe, was andere Leute so davon halten und denken. Genau. Also, das Einzige ist halt die komischen Kommentare manchmal von Veganern in Social Media. Da fällt mir manchmal nichts mehr ein. Ne? Ja, das ist auch oft der Ton, der dann einfach auch daneben also ist. Man kann ja mal was fragen oder man was kann kritisieren. Kann sagen, ich mache das so und so, kein Thema, aber ihr seid ja scheiße, weil ihr das... Beleidigen ist immer nicht so. Carter's Diary fragt, jetzt kommt meine Lieblingsfrage, kann man auch 16-stündiges Intermittent-Fasting durchführen, wenn man schwanger ist? Nein! Hör auf mit diesem Schwachsinn. Wenn du schwanger bist oder wenn du stillst, wenn du stillst, kannst du es schon machen, aber wenn du schwanger wirst, aber nicht werden wenn du voll stillst am Anfang, das würde ich auch auf keinen Fall machen. Aber wenn du schwanger werden willst oder schwanger bist, lass es bitte sein. Du willst ein Kind kriegen, du willst das Kind in dir wachsen lassen und dann sind solche Sachen wirklich echt fehl am Platz. Ja. Wenn du da noch mit haderst, dass du da irgendwie schlank bleiben willst oder sowas. Also wofür auch? Willst du jetzt schlank bleiben? Also willst du direkt nach der Geburt dann wieder in deinen Bikini steigen? Das ist auch, also ich habe auch das Gefühl, es ist langsam ist es der Trend in die andere Richtung. Ich habe gerade gestern einen Artikel darüber gelesen, wie Promi-Mütter ihren Babyspeck feiern. Ja. Das ist nämlich, da ging es irgendwie darum, dass ein Model gesagt hat, naja, wir haben halt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Und das ist für normale Mütter einfach gar nicht zu handeln. Die haben
Ernährungsberater, die haben Diätspezialisten, die haben Köche, die haben Nannies, die haben Personal Coaches, die dafür sorgen, dass sie nach der Geburt möglichst schnell wieder schlank sind. Das haben normale Mütter nicht. Die sitzen alleine mit ihrem Baby zu Hause und der Mann geht arbeiten. Ja, vielen Dank auch. Ne? Beim ersten Baby ist es oft noch so, dass das relativ gut klappt, dass es meistens relativ schnell geht. Ja. Aber beim zweiten wird es dann einfach schon schwieriger, weil man einfach weniger Schlaf hat. Ja. Und beim dritten hat man gar keinen Schlaf mehr. Und dann wird ja auch bei jedem Baby älter natürlich, logischerweise. Ja, das ist so aber wirklich, das ist auch nicht das Wichtigste. Also das kann ich dir garantieren, wenn du dein Baby im Arm hast, dass dir das auch erstmal schnuppert. Dann machst du auch kein Intermittent Fasting. Aber zumindest am Anfang nicht. Genau. Elmas Fitnessloch fragt, bitte mehr Infos über das Fasten, was mit dem Körper passiert und die ganzen Vorteile. Ja, da mache ich bestimmt im Laufe des Jahres nochmal einiges dazu, aber ich kann euch drei Bücher empfehlen. Sehr gutes Buch generell übers Fasten, das heißt das große Buch vom Fasten von Dr. Rüdiger Dahlke, Link unten in der Videobeschreibung. Dann sehr interessantes Buch von dieser Fastentheorie her, von dem Intermittent Fasting, auch wenn man ganze Tage mal nichts isst. The Fast Diet, 5 Tage Essen, 2 Tage Fasten. Ziemlich gut, bis auf seine Ernährungsratschläge, das geht dann sehr in die Low-Carb-Fleischrichtung, völliger Schwachsinn. Aber der Rest ist gut. Und gesund und schlank durch Kurzzeitfasten ist so ein generell sehr guter Überblick, was das für Vorteile hat. Und er ist sehr vegetarisch und ich glaube mittlerweile auch vegan, hatte ich irgendwie im Internet gelesen, der Autor. Mhm. Also er hatte gemeint, er isst da fast kein Fleisch und so. Das ist schon mal ganz gut, dass man jemanden hat, der auf unserer Seite steht. Ja? Ja. Anne-Lena W. fragt, wie ernährt ihr euch gerade intermittierendes Fasten? Beide, macht ihr irgendeinen Plan? Gibt es Ziele? Also sollte ich oder willst du? Fang du mal an. Ich mache jetzt gerade kein intermittierendes Fasten. Ich hatte ja so ein Experiment gestartet, wo ich immer noch kein Video geschafft habe. Einfach zu viel zu tun. Ja, ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Monate lang, zwei bis drei Tage die Woche gar nichts gegessen. Immer abwechselnd mit Essentagen und habe dann so gut abgenommen. Und habe das auch fotografiert. Das bedeutet, ich würde gerne ein Video machen, wo ich diese ganzen Tage so in einem Zeitraffer so als Trickfilm laufen lasse, so in einer halben Minute. Das ist aber Arbeit. Ich habe die Bilder nur bei Instagram und ich muss die erstmal da runterladen. Ich habe es noch nicht geschafft. Man will es dann immer schön machen und dafür habe ich momentan halt echt keine Zeit. Und das bedeutet, seit dem 1. Januar, da waren wir im Urlaub, mache ich kein intermittierendes Fasten gerade mehr. Werde aber damit demnächst wieder anfangen, weil es fehlt mir irgendwie diese Leichtigkeit an manchen Tagen. Und du hast ja auch manchmal intermittierend gefastet. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das auch relativ kurz nach dir angefangen und habe es dann aber Ende November, Anfang Dezember dann abgebrochen. Weiß ich auch nicht, wie ich das in nächster Zeit machen soll. Ich würde halt gerne irgendwann mal versuchen, wieder das mit der Rohkost zu machen, weil ich dann halt einfach, aber da weiß ich auch nicht, ob ich das schaffe, dann genug zu essen. Und das ist halt auch so viel Vorbereitungszeit. Das ist momentan echt nicht machbar. Wie es bei mir der Plan ist. Ich würde schon auch gerne irgendwann mal wieder irgendwie was weil ich finde es auch schon schön, also mir hat es schon Spaß gemacht, eben weil man sich an manchen Tagen eben gar nicht mit Essen beschäftigen muss, aber dafür an den anderen Tagen halt, das heißt umso mehr, aber man muss es halt essen und das schaffe ich gerade irgendwie nicht. Einhorn Nilpferd fragt, Tipps zum Fasten finde ich auch gut. Ich scheitere dann, weil mir total schwindelig wurde und es mir einfach nur schlecht ging. Ja, dann ist es vielleicht auch nichts für dich. Es gibt's. Gibt Leute, die ja auch dann sofort in die Entgiftung kommen. Ja, dass wenn du 13 Stunden nichts gegessen hast, kriegst du Kopfschmerzen. Das kann sein, dass dann noch was in dir drin ist, was rausfällt und wenn es dir dann irgendwie schlecht geht. Tipp ist, in einem der Bücher ist, was ich gelesen hatte, auch in dem Eat Stop Eat, was es nur als E-Book gibt, ja, dass man das halt ausweitet so langsam, dass man sagt, man macht mal 12 Stunden, dann mal 12,5, dann mal 13 Stunden, dann mal 14, dann, dass man sich ganz langsam vorarbeitet und nicht sagt, oh, ich esse jetzt heute 20 Stunden nichts. Ja, das ist dann einfach zu heftig. Also genau. Es gibt einfach so, meine Mutter ist zum Beispiel auch so, die kriegt dann auch sofort schlechte Laune, die kriegt Migräne. Die kann das auch nicht, also die versteht das auch gar nicht. Ich habe auch gestern mit einem Freund telefoniert, der auch einen ganzen Tag aus Stressgründen nichts essen konnte. Und der ist sehr, sehr schlank und der war abends total fertig mit den Nerven, weil er einfach nicht genügend Kalorien hat. Er hat gesagt, ich muss jetzt erstmal was essen, sonst gehe ich hier durch die Decke. Ja? Mhm. Also das ist ganz auch fürs Gehirn halt teilweise wichtig. Fit für jeden Tag fragt, mich würde ein Update über das Fasten interessieren. Fastet Lars immer noch, momentan nicht. Und wie sieht er mittlerweile aus? Ja, guck, hier so. Könnte es einen Jojo-Effekt geben, wenn er damit wieder aufhört? Natürlich, ich habe auch wieder ein bisschen zugenommen, aber nicht so viel wie vorher. Mein Plan war ja eigentlich, auf einen Tag die Woche Fasten runterzugehen, um das zu halten. Ich habe das hier komplett abgebrochen, mich nicht an meinen eigenen Plan gehalten. Also einfach eben der Stress halten, ne? Wenn man dann, muss man dann irgendwie... Also muss dazu sagen, es ist jetzt nicht einfach irgendwie Stress kommen. Ich habe ein paar neue Kunden gekriegt, ich bin ja auch als Medienproduzent unterwegs. Und wenn man selbstständig ist, dann hat man mal ein halbes Jahr, da hat man sehr wenig zu tun, dann hat man mal ein halbes Jahr, da geht's ab.
wie ohne Ende. Ja. Man hat Arbeit, man arbeitet fast 16 Stunden am Tag und das muss man als Selbstständiger halt auch mitnehmen, weil es kommt auch mal wieder ein halbes Jahr, wo nichts ist. Ja. Deswegen, dann passt das da einfach nicht so. Dann passt es halt gerade eben nicht ins Leben rein. Ja, ja. Was wollte ich? Ich wollte irgendwas noch sagen. Also mit dem Jojo-Effekt. Ja. Es ist so, was ich schon festgestellt habe, ist, dass es eben nicht so ist wie bei anderen Crash-Diäten jetzt, sage ich mal, wo es dann wirklich so ist, du fängst normal an zu essen, buff, ja, explodierst du wieder so, sondern es war eigentlich eher so, dass wir noch einen positiven Effekt davon mitgenommen haben, dass es eher länger gedauert hat, dass bis überhaupt irgendwas, bis was passiert ist. Genau. Bis wir dann, also ein guter Trick wäre, auf einen Tag die Woche runterzugehen. Genau, dass man das so langsam von 3 Tagen auf 2 Tage auf einen Tag. Ja, genau. Oder so. Und wenn man einen Tag weiterhin fastet die Woche, was ja sowieso zu empfehlen ist, man ja auch viele Religionen, das ist einfach sehr reinigend und dann kann man das Gewicht auch bestimmt gut halten. Ich fange aber nochmal demnächst an. Ich mache auch wieder Fotos, nur momentan habe ich keinen Bock, Fotos zu machen. Ich mache auch momentan keinen Kraftsport, das sieht nicht schön aus. Romeo Pietz fragt, ich erwische mich oft dabei, dass ich Lust auf was anderes habe, als ich gerade esse, nur um dann auf bestimmte Werte zu bekommen. Er oder sie hatte gemeint, kennst du den? Ja, genau. Ich genau. Weiß von mir. Ein R, ja. Er hatte geschrieben, genau, dass er das alles guckt, was Nährstoffe hat und so. Und da muss ich sagen, es ist schon so ein bisschen... Das ist auch schon ein bisschen essgestört. Ne? Wenn man sagt, ich esse jetzt nur das, weil damit ich auf mein Kalzium komme, oder ich esse nur das, um auf mein... Also da muss man dann auch einfach mal gucken, das muss man dann einfach auch im Wochenverlauf sehen. Ne? Da muss man dann nicht immer nur den einzelnen Tag sehen, dass ich jeden einzelnen Tag meine Mikro- und Makronährstoffe habe, sondern sowas ist eben wie beim Fasten ja auch, da guckt man ja auch über die Woche, wie sind mal die Makroverteilung. So ist es da eben auch mit der Mikroverteilung, dass man sagt, okay, an dem einen Tag habe ich jetzt irgendwie mehr Kalzium gegessen, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich an dem anderen Tag weniger esse. Da muss man schon auch gucken, dass man das isst, was man, worauf man Lust hat. Also Essen ist ja auch schon eine gewisse Lustbefriedigung, ja. Und wenn ich dann irgendwie mich rumquäle mit Essen, das mir eigentlich, worauf ich ja keinen Bock habe, ist schon ein bisschen... Es gibt Leute, die sagen, Essen ist nur Funktion zum Zweck, ja. Für mich ist es Dave, ich bin halt so... Ja, dann kann ich bäumen, mich auch nur von Supplementen zu ernähren. Also, gibt's ja Leute. Wer ist das? Job? Job. Hat er aber gesagt. Sieht ja auch so aus. Genau, er ernährt sich nur von Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Regenbogenkotzer fragt, was macht ihr gegen Heißhungerattacken? Habt ihr durch die vegane Ernährung abgenommen? Also gegen Heißhungerattacken, wir essen halt was. Ja, also... Ne? Da kann man halt super Obst und Gemüse, sowas, was eben viel Wasser halt auch zum Beispiel enthält, was weiß ich, Gurken kann man gut essen, Weintrauben, Erdbeeren, so Sachen, die Äpfel, die haben, also wenn es dir jetzt darum geht, Kalorien einzusparen, die haben wenig Kalorien, die haben hohen Wassergehalt, sowas kann man dann immer, gut Paprika und sowas, ne? Das kann man dann essen und muss dann kein schlechtes Gewissen haben, bevor man sich dann eine halbe Tafel Schokolade reinzieht. Ja. Also wir haben durch die vegane Ernährung sehr viel abgenommen. Ja. Ja. Jetzt ist es so, wir haben so unser normales Gewicht und wir versuchen ja immer so auf so ein Idealgewicht wieder runterzukommen. Und bei dem Stresslevel, den wir gerade haben, ist es halt einfach so, der Körper will immer wieder zu diesem einen normalen Gewicht. Also ich habe vorher ganz viel mehr gewogen, so um die 120 Kilo. Jetzt wiege ich vielleicht so 104, 105. Ich hatte es aber letztes Jahr geschafft mit dem Abnehmen, mit der Katana-Diet, was ich da gemacht habe, so auf 98 sogar mal zu kommen. Ja. Aber es pendelt sich dann halt immer wieder, wenn man nicht so auf sich achtet, immer wieder so um knapp über 100 bei mir ein. Es liegt halt auch daran, der Körper hat eine Erinnerung daran, wie man eben, halt eben war. Und das ist dann schwierig. Also deswegen, da gibt es auch Studien damit, wie sie mit ganz dünnen Leuten, denen sie ganz viel zu essen gegeben haben, die haben dann irgendwie zugenommen, sobald sie nicht mehr das zwangsweise essen mussten, haben die dann wieder ihr altes Gewicht sofort erreicht und so. Ja. Genau. Also das ist eigentlich auch andersrum. Genau. Und bei mir ist es im Moment so, ich bin nicht auf meinem normalen Gewicht. Da bin ich ziemlich weit entfernt von. Das liegt aber einfach auch bei mir noch immer mit diesen, ich still ja auch immer noch. Und das ist halt auch immer noch eine hormonelle Umstellung, jetzt eben mit diesem vielen Stress. Und wenn ich halt einfach auch nicht genug esse, was sich komisch anhört, aber der Körper speichert halt einfach alles, weil er Angst hat, dass irgendeine Katastrophe bevorsteht. Und er denkt sich jetzt, lieber mal alles speichern, es könnte ja noch schlimmer werden. Was man dazu auch noch in dem Zusammenhang sagen muss, du hast jetzt mal Blutwerte abnehmen, also Blut abnehmen lassen, weil jemand andere eine Ärztin gesagt hatte, du sollst nochmal deine Schilddrüsenwerte auch nochmal testen. Ich hatte ja schon mal eine Hashimoto-Erkrankung und deswegen halt auch, weil ich eben so viel Haarausfall wieder habe, weil ich so müde bin, unabhängig davon, also ich kann halt wirklich in jeder Position einschlafen, ob es hell ist, ob es dunkel ist, im Sitzen, im Liegen, überall, ja.
Und sie hat gemeint, das wäre halt schon auch ein Zeichen dafür, dass da vielleicht einfach mit den Hormonen was nicht stimmt. Also wenn ihr sowas habt, wenn ihr sehr müde seid, zunehmend, obwohl ihr eigentlich nicht viel esst und Haarausfall habt, kann das halt auch immer ein Zeichen dafür sein, dass mit der Schilddrüse oder sonstigen Hormonwerten was nicht stimmt. Genau, und da machen wir wahrscheinlich auch nochmal ein Video drüber, wenn du deine Ergebnisse hast. Ja. Ja, dass wir einfach sagen, aha, hat sich das hier jetzt irgendwie wieder verschlechtert oder ist es einfach nur... der Arbeitsaufwand und das wenige Entspannung. Ja. Ja. Wir müssten halt mal ohne unsere Kinder mal eine Woche in Urlaub fahren, dann wird es uns wieder gut gehen. Das Problem ist nur, dass wir halt keinen Bock haben, unsere Kinder in Urlaub zu fahren. Und dann wäre das aber also wieder gut. Also es wäre für uns auch nicht wirklich entspannend. Also wir haben das ja einmal gemacht vor ein paar Jahren. Ja, und da sehen wir gut aus. Ja. Ich verlinke euch verlinke euch eins dieser Videos aus unserem Kreta-Urlaub, wo wir eine Woche alleine waren. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Guckt mal, wie wir da aussehen. Sieht super aus. Ja, das war halt, das war auch einfach, wir haben das geschenkt bekommen und dann, das wäre halt irgendwie, der Aufwand wäre zu groß gewesen. Da waren die dann halt auch schon älter, die Kinder. Dann haben wir gesagt, unser drittes war noch nicht da. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt irgendwie halt eine Woche alleine, weil die hatten damals auch Schule, vor allem der Große hat halt Schule und deswegen sind wir dann halt alleine gefahren. Und der erste Tag war noch so ganz geil, so ausschlafen, in Ruhe essen, ohne dass man halt dauernd aufspringen muss und was holen muss und so. Und der zweite Tag war schon so, oh Gott, ist uns langweilig, komm, wir machen Videos. Und wir haben jeden Tag mindestens 2 Videos gemacht oder so, weil es so langweilig war. Wir wussten überhaupt nichts mehr anzufangen. Wir haben sogar ein Video fürs Hotel gemacht. Ja, genau. Hab gesagt, hier, dann nach dem Urlaub geschnitten und so, hier als Geschenk ein Video für euch. Wir haben mal ein schönes Imagefilmchen für euch gemacht. War voll lustig. Ja, gut. Also, dann sind wir da durch. Wir haben jetzt nicht alle Fragen beantwortet, weil ich das in 2 Themenblöcke machen wollte. Das sind die anderen, waren auch toll, aber die haben jetzt nicht so reingepasst. Das nächste Mal seid ihr wieder dran. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Genau. Und ganz viel Spaß noch. Ich muss jetzt zum Abschluss nochmal husten. Tschüss.